Yo YouTube, ich begrüße euch zu einem kleinen kurzen Informationsvideo. Ich war ja jetzt doch schon ein bisschen weg, muss man ja mal sagen. Okay, wieso und warum? Ja, also als erstes mal, ich hatte irgendwie gar keine Motivation aufzunehmen, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht warum. Dann hatte ich auch sehr, sehr viel zu tun, heißt wenig Zeit, plus dazu kommt noch, ich bin ziemlich krank gewesen, das heißt, ich lag eigentlich komplett flach. Ich glaube, das hat man auch in dem Titanfall-Video ganz schön gehört. Jetzt geht's eigentlich wieder, also ich fühle mich gut, ne, könnte man sagen. Wir haben heute den, ich gucke mal gerade, den 26. Februar. Ja, und ich werde am 6. März, ich weiß gar nicht, vielleicht kriege ich das auch schon davor, kriege ich South Park und am 13. steht ja dann auch schon Titanfall an. Vielleicht auch schon ein bisschen früher, ich habe es ja schon vorbestellt. Ja, also ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob ich da jetzt was zu bringe. Also zu Titanfall auf jeden Fall, aber zu South Park denke ich mal, mal schauen, ne, wie sie es ergibt. Auf jeden Fall wird ein Angespielt kommen, aber ich weiß noch nicht, ob ein Let's Play kommt. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr da Bock drauf habt. Dann gibt's vielleicht noch zu sagen, die Bioshock-Videos sind weg und die Videos von Starbound sind auf 25 runtergekürzt. Ja, und zwar ist es so, mir hat das einfach nicht gefallen. Gerade die letzten Aufnahmen, die waren wirklich so, muss ich das jetzt wirklich machen und so weiter und so fort. Das hat mir nicht gefallen. Ich will die Aufnahmen haben, wenn ich da mit vollem Elan dran bin. Ihr versteht, was ich meine. Ich will, ne, gute Aufnahmen, unterhaltsame Aufnahmen vor allem. Und ich werde jetzt einen kleinen, ich werde meinen Kanal renovieren, ja. Also ich werde mich komplett neu ausstatten mit neuem Banner, mit neuem Avatar, mit vielleicht einem Logo, wenn ich die Zeit finde. Ich werde vielleicht ein Intro machen. Ich bin mir ziemlich unschlüssig. Mein Gott, mein Deutsch. Unschlüssig, ob ich mir ein Intro machen soll. Ich meine, ja, ich hätte schon Lust, aber ja, ich weiß nicht. Also eigentlich brauche ich es nicht. Auf jeden Fall werde ich mir auch neue Einblendungen und so weiter und so fort machen. Einfach damit das ein bisschen schöner alles aussieht und man sich das schöner angucken kann. Damit das ein bisschen, naja, professioneller, sage ich mal, rüberkommt. Und so viel dazu auf jeden Fall. Ich werde jetzt, glaube ich, im Hintergrund, ich habe gar keinen Plan, was ich im Hintergrund packe, entweder so eine ganz hässliche Slideshow von irgendwelchen Bildern, von Spielen oder so, oder vielleicht auch ein Gameplay, ich nehme das hier gerade separat auf. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch halt nur kurz informieren, dass es jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit dann weitergeht. Spätestens wirklich am 6. März. Ich denke, ich könnte vorher noch ein Angespielt oder zwei, drei Angespielts aufnehmen. Vielleicht auch noch ein Gameplay, ich habe ja auch noch ein Titanfall Gameplay, müsste ich jedenfalls hier haben. Und sonst, wo ihr auf jeden Fall immer frischen Stuff kriegt, oder wie man sagen möchte, ist auf meinem Grafikkanal, den werdet ihr unten in der Beschreibung finden. Da gehe ich auch steil auf die 400 Abonnenten zu, ich freue mich. Da werdet ihr immer Intros finden, Tutorials werde ich auch hochladen. Ich werde jetzt, je nachdem wann das hier online kommt, ist das jetzt schon online, eine Serie starten, wo ich von A bis Z erkläre, wie man ein Intro erstellt, beziehungsweise wie man so ein bisschen so ein kleines Anfänger-Intro erstellt. Ja, und sonst gibt's eigentlich gar nichts mehr zu erzählen. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu schlimm, dass jetzt nicht so viel Content kommt. Ich war halt wirklich demotiviert, alleine auch durch die ganze Scheiße bei Bioshock immer. Wer die letzten Aufnahmen gesehen hat, da sind immer Frame-Einbrüche gekommen und alles. Das hat mir nicht so gefallen. Und zu Starbound, naja, ich sag mal so, ich hab's sogar deinstalliert. Also die Motivation fehlt mir. Ich spiele zwar immer mal wieder diese Survival-Spiele, zum Beispiel Seven Days to Die und so weiter, aber, ja, nicht so lange. Also 25 Parts wären schon okay bei so einem Spiel, aber dann hört's auch auf.
dann ist schon wieder Schicht im Schacht, würde ich sagen. Vielleicht mache ich so ein irgendwie so ein Survival-Samstag oder sowas, wo ich dann halt irgendwie immer so, keine Ahnung, vielleicht so 4 oder 5, 6, 7, keine Ahnung, Samstage dann so ein Survival-Spiel spiele. Und ja, vielleicht gefällt euch das ja auch. Mir macht sowas halt nicht zu lange Spaß, deswegen ist da die Motivation ist relativ schnell weg. Aber gut, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Sachen. Ich freue mich, dass ich meinen Kanal jetzt mal so richtig anpacke. Bis dahin und haut rein.